seid nochmal herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Und zwar Let's Show My Home. My Home is my Castle oder irgend so ein Gedönse. Und zwar hier mein GS-Gebäude auf Kittycraft. So, jetzt muss ich erstmal hier mein Ding hier anmachen, damit ich was sehe. So, hier können wir im Prinzip das Licht ausschalten, einschalten. So, hier sind einfach nur Druckplatten. Wahllos verteilt, aus dem einfachen Grunde, weil ich es einfach schön finde. So, dann gehen wir hier mal erstmal in die Stube rein, die es zumindest sein soll. Hier haben wir, da ist ein Lichtschalter für das Außenlicht, für Licht an, Licht aus. Ist Tag, wenn das Licht erstmal ausmachen. So, hier ist der Lichtschalter im Prinzip für die Oberlichter. Weil ich es hier so gemacht habe, dass ich je nachdem, wie viel ich brauche, die Lichter dementsprechend ein- und ausschalten kann. So. Hier hinten dann nochmal die letzten beiden. So. So, dann haben wir hier so ein paar Kleinigkeiten, aber da kommen wir später zu. Ja, hier sollte eigentlich ein Kamin brennen. So mit einschaltbar, ausschaltbar. Funktioniert leider nicht. Erstmal des Platzes wegen und zweitens, weil Feuer hier deaktiviert ist. Weil es immer zu viele Idioten gibt, die damit rumspielen und zu viel Schaden anrichten. Weiter. So, hier geht's ins Schlafzimmer rein. Bett halt. So, ups. So. Dann hier so ein bisschen die Aussicht genießen zu den Nachbarn. Nun hat man hier die Option, wenn man mal gestorben ist oder wie auch immer, mal hin, lässt sich hier halt ein neues Schwert geben oder eine neue Axt geben. Packen wir da aber mal wieder rein. So. Dann gibt das hier Hemd, Hose, Schuhe. Je nachdem, was man gerade braucht. Ist auch nochmal sicherheitshalber alles drin. Kann man dann im Prinzip, wenn man jetzt hier, gehen wir mal hier raus, so, packen das mal alles weg. Und packen das hier rein. So. Haben wir hier halt auch einen Lichtschalter. Da schalten sich dummerweise gleich hier diese Klappen mit. Muss ich vielleicht nochmal ändern. Aber sie klappen sich bei Licht halt auch wieder hoch. So, weiter geht's hier einfach mal erstmal in die Küche. So, da habe ich jetzt hier einfach ein paar Spender stehen für verrottetes Fleisch, für goldene Äpfel, für normale Äpfel, Schwarzpulver, Karotten, Weizen, Kartoffeln etc. Da fällt mir gerade ein, Kartoffeln und Weizen. Ja, hier muss ich noch das ändern, dass nicht jedes Mal die drei Spender alles rausschießen. So, Samen, Karotten. Nehmen wir nochmal Karotten mit. Sammeln das Schwarzpulver ein und schmeißen das hier einfach erstmal wieder rein. So, jetzt haben wir Kartoffeln, Karotten, den Weizen tun wir da wieder rein. Bei dem, ups, tun wir da wieder rein. So, den brauchen wir nämlich nicht. Hier nebenan sieht man die Achterbahn, die ich noch gebaut habe. Denn die drei Sachen hier, Karotten, Weizen und so weiter, das brauchen wir gleich. Wenn wir runtergehen in den Keller. So, hier wäre im Zweifelsfall ein Fahrstuhl in den Keller. Dann gehen wir hier noch einmal kurz nach oben hoch. Das Interessante ist eigentlich unten und nicht hier oben. Hier gehen irgendwie immer wieder diese Klappen hoch. Warum auch immer, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sind sie zu schwer oder so, man weiß es nicht. So, dann geht das hier nochmal eine Etage nach oben. Hier oben geht es im Prinzip in den Technikraum für Licht. So, dann sind wir hier auf der ersten Terrasse. Hier nochmal so ein kleines Tischchen. Hier geht es nach oben hoch. Ja, eben mal hochgehen hier. Klipp, 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 klipp. Gehen wir gleich nach ganz oben auf die Sonnenterrasse. Schalten das Ganze hier mal ein. Gucken, ist noch was drin? Hier oben ist noch was drin. So, nun haben wir ja hier erstmal eine wunderschöne Aussicht auf alles, was da so steht. Ein bisschen Werbung oben drüber. Und jetzt machen wir hier mal Time.
Night. Ja, so, machen wir es einfach mal dunkel. Passiert gar nichts. Ist ja seltsam. Ah, ich würde da noch mal den Timer nicht eingeschaltet haben. So, und nun können wir hier ein bisschen Feuerwerk schauen. So, da das doch relativ laut ist, schalten wir das Ganze jetzt einfach erstmal wieder aus. Ist halt eben für, ich sag mal, Silvester gedacht gewesen. Das Ganze ist so konstruiert, dass die Glocke, die da oben drin ist, die geht halt einfach an, wenn das dunkel wird draußen und geht halt wieder aus, sobald es hell wird. Weil bei Tageslicht brauche ich ja nun kein Feuerwerk. So, jetzt haben wir hier noch einen Schalter drin. Der schaltet einfach hier oben nur die Lichter so ein bisschen bunt hin und her. Das geht halt bis oben hoch. Wenn wir mal hochfliegen, dann sieht man das auch, dass es da oben sich bewegt. Bewegen sollte eigentlich. Naja, gut. So, da das aber ein bisschen laggy ist, hier das Ganze schalten wir es einfach wieder aus. So, und gehen einfach erstmal wieder runter. So, haben hier den Schalter im Prinzip für die Beleuchtung hier, dass es hier dunkel wird. So, gehen wir weiter. Und gehen jetzt mal das Herzstück, und zwar in den Keller. Dazu, Tür zu. Ist keiner folgt. So, gehen hier hin und hier die Tür zu. So, das heißt, ne, die können wir hier auflassen. So, kommen wir her besser raus. So, hier unten ist jetzt im Prinzip die komplette Technik verbaut. Alles, was man im Normalen so braucht. Und zwar haben wir hier eine halbautomatische Kürbis- und Melonenfarm. Da nimmt man einfach bloß das Knöpfchen, dann wird geerntet. Dann geht man hier einfach hoch, sammelt den ganzen Kram ein. So, tick, 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 tick. Da alles eingesammelt. So. Und dann kann man das hier einfach in den Kisten verteilen. Kürbisse zu Kürbisse, Melonen zu Melonen. Das einfach nur eine Kürbisfarm. So, hier, das ist nichts anderes wie ein Cobblestone-Generator. Dann kann ich jetzt hier den Cobblestone weghauen. So. Und transportiert den jetzt einmal nach oben. Und brauche jetzt bloß hier die Glocke einzuschalten. Und es wird automatisch der Cobblestone im Prinzip nachproduziert. Ist relativ easy vom Aufbau her. Ganz normaler Cobblestone-Generator. Nichts Besonderes. Einfach nur hier mit einer Glocke versehen, dass er halt wirklich kontinuierlich einfach nur einen Pisten hin und her schiebt, mehr nicht. So, das Ganze hier unten nochmal mit einer Reihe Pisten versehen. Oben eine Reihe, kann man nehmen, Obsidian oder Grundgestein, völlig egal. Ist halt nur, damit es nicht, muss ein Block sein, der nicht geschoben werden kann. So, dann ist hier hinter, ist ein kleiner Ofen versteckt. Da können wir im Prinzip hier hinten reingehen. Das ist eine kleine versteckte Truhe. Hier unten sieht man schon, ist die Hühnerfarm. Momentan ziemlich leer. Und hier ist im Prinzip der Ofen, wo einmal die Befüllung eben draußen gesehen hatten. Und einmal ist die Befüllung in der oberen Etage. Jetzt mal schnell mal hochflitzen hier. So, und zwar haben wir die Befüllung einmal hier. Hier kommen Sachen rein, die man alles verbrennen kann. Und hier kommt einfach nur Kohle rein. Alles, was im Prinzip als Brennmaterial dient. Das Ganze kommt dann hier unten an. Wird ganz normal über die Hopper in die Kisten transportiert. Und sobald hier die Hopper halt eben voll sind, sammelt sich das hier erstmal in der Kiste.
Sollte die Kiste dann irgendwann mal voll sein, sammelt sich's halt noch mal in den Hoppern. Gleich ist es im Prinzip hier unten bei der Hühnerfarm. Uns mal den Glasblock. Also so, dass sich hier die Eier drin sammeln. Und hier unten in den Dispenser gehen. Jetzt einfach mal hin. Schalten hier schon mal. Ne, das schalten wir später ein, weil das nervt sonst. So, hier ist eine vollautomatische Kaktusfarm. Hier ist es so, dass die Kakteen, sobald sie wachsen, durch den Half-Step im Prinzip abgeschert werden, wieder oben in den Trichter unten reinfallen, durch den Trichter runtergehen in die Kiste, von der Kiste aus in den Ofen. Vom Ofen aus werden sie über diese Hopper- bzw. Dispenser-Geschichte hier nach oben transferiert und werden gleich als Farbstoff dahin gepackt. So, jetzt brauchten wir hier die. Oh, nehmen wir uns da mal weg. So, und dann haben wir hier eine vollautomatische, naja, voll teilautomatisch, wie auch immer man das sehen möchte, Erntemaschine. Ich pflanze hier was und ernte. Das funktioniert natürlich auch mit Karotten oder auch mit Kartoffeln. So kann ich im Prinzip rucki-zucki mein Essen herstellen. Hier ist nichts anderes drin wie Knochenmehl in den Dispensern. Hier der Pisten wird gesteuert in dem Augenblick, sobald ich hier eine Veränderung drin habe, wird der einfach geschaltet und somit wird der Block unten nach unten gezogen und diese drei Spender hier oben, die machen automatisch, dass die Pflanze halt eben sofort wächst und ausgewachsen ist. Und in dem Moment, wenn der Block runtergeht, wird halt geerntet. Eigentlich relativ einfach. Ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, die Maschine. Ich habe sie selber auch nur nachgebaut. So, ja, hier drüben einfach nichts anderes als eine kleine versteckte Truhengeschichte. So, jetzt schalten wir hier schon mal den ersten Hebel ein. Jetzt können wir hier rüber gehen. Man hört das vielleicht so ganz leicht, so ein Ticken. Aber es ist, wie gesagt, auf die Dauer ist das ziemlich nervig. So, nun können wir hier runtergehen. Im Prinzip auf die erste Ebene, wo wir die eigentliche Chicken Farm haben. Hier hört man die Dispenser klickern. Das nervt, wie gesagt, auf die Dauer ziemlich. So, jetzt haben wir hier oben im Prinzip die Chicken Farm. Da sind jetzt noch so ein paar Hühnchen drin. Dann gehen wir hier einfach mal runter. Da wir mehr wie genug Eier haben in den Dispensern, schalten wir das Ganze jetzt einfach hier mal ein. So, und jetzt wird hier oben im Prinzip die Chicken Farm nachgefüllt. Die doofen Hühner nicht immer davor stehen würden, würden sie nicht immer getroffen werden. Na, so, die können im Prinzip in Ruhe auswachsen da drin. Sobald sie ein Eier legen, ja, fallen die Eier halt eben unten in die Trichter rein und automatisch werden sie dann im Prinzip nach oben transportiert. So, jetzt können wir hier das Ganze auch mal einschalten. Und dann fängt das hier an zu klickern und zu klackern. Das nervt ziemlich. So, und hier ist im Prinzip nichts anderes wie eine Zuckerrohrfarm. Aber hier das Knöpfchen drücke, das Zuckerrohr im Prinzip hier in den Wasserstream fällt, von dem Wasserstream aus in die Trichter. Von den Trichtern aus geht es runter in die Dispenser und wird dann im Prinzip durch dieses nervige Klicken nach oben transportiert. So, in die Ecke sollte noch mal links rein, da sollte noch mal so ein bisschen Schweinefarm. Da bin ich aber noch nicht so weit. So, hier die ganze Dispenser-Geschichte mit Trichtern, wo halt eben alles da runterkommt und dann wieder hochtransportiert wird. Und hier unten ist im Prinzip ein Huhn. Hast du hier zu suchen? Verschwinde. So, ja, ist gleich in die Trichter gefallen. Geht dann eh seinen Gang. So, hier landet alles, was von oben kommt. Von der Kaktusfarben und so weiter, alles was verbrannt wird, landet hier unten auch noch zusätzlich mit drin. Kann ich im Prinzip hier reinschmeißen, die Kartoffeln.
werden hier automatisch dann zu Bratkartoffeln, hätte ich jetzt fast gesagt, zu Ofenkartoffeln. Diese Ofenkartoffeln landen im Prinzip dann gleich hier unten in dem Trichter und werden durch das Geklicker da hinten, was man da hört, so ein bisschen, werden sie abtransportiert. Hier kann ich das Ganze nachfüllen mit Kohle und Brennmaterial, wobei da sind mehr wie genug Kohleblöcke drin. So, hier unten, ja, ist der Ausbau noch nicht so ganz wirklich weit. Da bin ich aber noch nicht so ganz sicher, was ich da überhaupt reinbaue. Nun können wir mal wieder nach oben gehen, weil ich glaube, so langsam müsste die Truhe hier oben voll sein. Das heißt, wir flitzen hier mal ganz schnell durch. Unten schießt das die Eier raus. Hier oben dürfte jetzt die Eiertruhe ein bisschen leerer geworden sein. Ja, die laufen nach. So, hier oben landet im Prinzip alles, was unten produziert wird. Das ist einmal hier das Kaktusgrün, dann landen hier die ganzen Eier. Die können wir hier jetzt rausnehmen. So, gehen wir jetzt hier mal alle raus. Und die Eier packen wir im Prinzip gleich wieder hier. Ups, falsche Kiste. So rum. Packen wir gleich hier wieder in die Kiste. So. Und so werden die unten gleich wieder nachgefüllt. So, die von den Hühnern, die halt unten ihren Geist aufgegeben haben, landen dann halt eben auch dementsprechend die Federn hier. So, jetzt kann ich alles, was verbrannt wird, ja hier reinpacken. Das heißt, ich packe hier die Hähnchen rein. Die werden hier dann als gebratenes Huhn wieder hochkommen. Das können wir mal abwarten, weil so lange dauert das ja nicht. Will ich mal hoffen. Dumm, die dumm. Ja, irgendwann dauert nicht lange. Normalerweise dauert es nicht lange. Sagen wir es mal so. Ja, ansonsten packen wir halt eben erstmal das Kaktusgrün weg. Packe ich mal hier rein, weil da habe ich schon genug. So, schauen wir hier, da ist nur Mist drin. Nur Mist drin, da ist auch noch Mist drin. Man kann also, wie gesagt, alles hier reinschmeißen, was, wie gesagt, in irgendeiner Weise verbrennbar ist. So, so müssten sie aber, irgendwann müssten sie aber da sein, die blöden Hühner. So, dann nehmen wir hier halt die Eier noch, da sind sie. So, und so funktioniert das Ganze halt eben dann. So wird das gebratene Hühnchen gleich hier hoch transportiert. Jetzt kann ich das hier in die Kisten hier wieder einsortieren. So. Und sortiere halt einfach nur das gebratene Huhn. Packen wir einfach damit rein. So. Dann haben wir hier die Samen, packen wir hier mit rein. Die Kartoffeln haben wir jetzt natürlich hier. Haben wir natürlich in den Ofen geschmissen. So, hier den Weizen rein und da die Karotten rein. So, für Federn hatte ich da, aber die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ah, Karotten, Schwarzpulver, Äpfel. Ja gut, für das Grünzeug hier habe ich noch nichts gemacht. So, ups, geh auf. Ja, man muss jetzt hier wirklich nur darauf achten, irgendwann läuft die Kiste über und dann geht gar nichts mehr. Und dass das halt nicht anfängt, alles zu stocken. Ja, das erstmal hier zu meinem kleinen GS auf Kittycraft. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausgebaut, aber dann halt, ich sag mal, eher unsichtbar nach unten hin. Und ich hoffe, euch hat der Rundgang ein bisschen Spaß gemacht. Bei Anregungen und Tipps einfach unten in die Kommentarbox posten. So rum sollte sein. Und dann, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Daumen rauf, Daumen runter. Bei Daumen runter, wie schon gesagt, einfach dann bitte drunter schreiben, warum. Vielleicht, weil die Bilder hier zu hässlich sind. Kann ich nichts für. Liegt am Texturenpaket.
Um diese Kommentare und negative Klicks schon mal zu entfernen, ändern wir doch einfach nochmal schnell das Texturenpaket. So, fertig und zurück. Werden auch nicht hübscher. Okay. Dann ändern wir halt eben nochmal. Und zwar in das da. Ich glaube, das hatte ganz schöne Bilder drin gehabt. Aber nachdem habe ich sie auch aufgehängt. Oder? Naja. Nicht wirklich. Aber wir können das Zweifelsfall dieses Jahr, das ist auch sehr schön. Ist zwar Weihnachten vorbei, aber naja. Für die Texturen reicht's aus. Macht halt nur auf die Türen, macht so komische Kränze drauf und so. Naja. Ah, genau. Nachdem hatte ich es ausgewählt gehabt. Schon sehen die Bilder gleich ein bisschen lustiger aus. Ja, in dem Sinne, ich sage mal ciao und ich wünsche euch was. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Ciao, ciao.